Ja, da bin ich wieder. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Wir haben heute aktuell den 5. Januar und ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich hoffe, ihr hattet tolle Weihnachten. Meine waren überschaubar. Normalerweise rappelt es bei mir in der Kiste. Am 24. habe ich irgendwie 20 Leute da, meine beste Freundin und alle Schwiegermütter und so weiter. Und da sind wir immer um einen großen Tisch versammelt und essen Raclette. Und ja, dieses Jahr waren wir zu viert, wie letztes Jahr auch schon. Und für alle, die mir auf Instagram folgen, die haben, glaube ich, auch bemerkt, dass mir am 1. oder 2., ja, vor 3-4 Tagen war das, ne? Da hatte ich echt einen Depri, muss ich sagen. Für meine Verhältnisse, es kommt so selten vor, ne? Aber ich bin morgens aufgestanden, es hatte nonstop geregnet seit 3 Tagen. Ich wollte gar nicht die Gardine aufmachen, weil es noch so dunkel war, dass ich dachte, es ist bestimmt 4 Uhr morgens, war es nicht. Es war irgendwie 7 oder 8 oder was. Und ich habe gedacht, es wird einfach nicht hell, es wird nicht besser, es wird sich nichts ändern und überall, wo du hinhörst, war es irgendwie Omikron, Omikron, Omikron. Ich konnte es nicht mehr hören. Ich war deprimiert. Was mache ich, wenn ich deprimiert bin? Ich tue mir was Gutes, ich kaufe mir was bei Amazon. Und wisst ihr, was ich jetzt gefunden habe? Saure Zungen. Ich stehe so tierisch auf so richtig saure Süßigkeiten, ne? Wo es dir den Gaumen zusammenzieht. Ja. Völlig sinnlose Einwand für das, was ich eigentlich euch heute vorstellen wollte und was ich euch schon seit wirklich Monaten versprochen habe, nämlich ein Update zu meinen Augenbrauen. Ich habe angefangen mit dieser ganzen Microblading-Augenbrauen-Prozedur. Ich würde mal sagen, mein erster Termin war im Juli. Und dass ich überhaupt zu einem Augenbrauentermin gehen musste, ist wahrscheinlich ein ganz dunkles Kapitel in der Geschichte meiner Mutter, denn ich bin mit so buschigen Augenbrauen auf die Welt gekommen. Ich werde euch mal zwischendurch ein paar Fotos einblenden. Ich hatte wirklich solche Balken, ne? Und dann bin ich in eine Modelzeit gefallen, wo man irgendwie dachte, Mensch, Greta Garbo sah doch gar nicht so scheiße aus mit ihren Augenbrauen. Also heute guckt man sich teilweise Fotos an und denkt sich, warum, was soll das? Aber wir fanden das früher ganz toll und ich hatte also eine Maskenbildnerin, die mir alles weggezupft hat. Und ich habe dann natürlich auch weitergemacht. Und irgendwann ist das so, wenn du zu viel zupfst, dann zupfst du dir praktisch die Wurzel mit weg und da wächst auch nichts mehr. Da kannst du, lasst euch da nichts erklären von irgendwelchen Augenbrauenseren, wenn da nichts ist, ja, weil du es rausgerupft hast, manuell, da wird da nichts mehr nachwachsen. Du wirst da keine neuen Zellkulturen anlegen können. Von daher, ich habe viel versucht, es hat nichts gebracht und wirklich Augenbrauenmacher zusammen mit den Haaren wirklich, dann, das gibt dem ganzen Gesicht irgendwie einen Rahmen und wenn das nicht da ist, sieht es einfach aus. Und es war eine ganze Zeit lang okay für mich, dass ich das immer nachgemalt habe, aber ich war tatsächlich immer auf der Suche nach jemandem, den ich so gut finde auf diesem Augenbrauen, auf dem Gebiet der Augenbrauen, dass ich genug Vertrauen habe, dahin zu gehen. Und ich habe sie nach so vielen Jahren gefunden. Und zwar ist es Jidim von der Jade's Beauty Academy bei uns in Hamburg. Ich zeige euch hier mal ein paar Arbeiten von ihr. Was sage ich Arbeiten? Die Frau ist eine Künstlerin, wirklich. Die ist so präzise, die hat so ein gutes Auge. Alles, was sie bei mir gemacht hat, war von vorne bis hinten perfekt. Der Einzige, der nicht mitmachen wollte, war ich. Ja, kennt ihr das bei so Beipackzetteln? In einem von 100.000 Fällen, ihr könnt sicher sein, ich bin der eine von den 100.000, bei dem es schief geht. Das ist schon immer so gewesen. Eigentlich warte ich dann nur noch auf diese Nebenwirkung, auf diesen Beipackzettel, weil ich weiß, das werde ich bekommen. Der lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte mich entschieden für Microblading, gepaart nach dieser Phi- oder P-Brow-Methode. Das ist so eine relativ... nein, neu ist es nicht, ist auch schon 10 Jahre alt. Was ist Microblading? Microblading ist im Prinzip, unterscheidet sich zum Permanent Make-up, dass es eben mit einem bestimmten Gerät gemacht wird, also in einem manuellen Gerät, wird das wirklich, werden Haare bzw. die Imitation von Haaren in die Haut geritzt. Nicht so tief wie bei einem Tattoo, ja, da geht es ein bisschen tiefer, aber du hörst wirklich und auch dann ist es erst wirklich richtig gemacht. Ich sage das so bestimmt, weil ihr gleich, oder ihr werdet nachher verstehen, warum ich das bestimmt sage. Also ihr müsst dieses Ritzen hören, um zu wissen, dass es wirklich durch die ersten beiden Hautschichten geht. Und dann habt ihr wirklich diese ganz, ganz tollen, auch da zeige ich euch ein Foto, diese ganz tollen Effekte. Da war eine Frau, die hatte gar nichts. Ich könnte auch mein Telefon ausmachen. Da war eine Frau, die hatte wirklich gar nichts. Und das Foto ist mein Lieblingsfoto, das zeige ich euch hier. Und die hat nachher diese wirklich toll gezeichneten Augenbrauen gehabt. Normalerweise gehst du dahin und kommst 4 Wochen später wieder. Ich hatte mich für die Kombination entschieden, Microblading und Powder Brows. Bei Powder Brows ist es im Prinzip so, dass
wie der Name sagt, dass es so nach hinten ein bisschen gepudert, schattiert aussieht. Also im besten Fall machst du hier vorne diese Imitation der Haare, wo sozusagen deine Braue anfängt. Und nach hinten machst du das ein bisschen intensiver, hier wo es ausläuft, machst du dann diese Pudervariante. Dafür hatte ich mich entschieden. So, ich bin jetzt also raus, 2,5 Stunden später. Und so sieht es jetzt aus. Also ihr seht vielleicht, dass es hier noch ein bisschen hell ist. Tatsächlich ist es so, dass man bei Microblading manchmal, also ich habe ja eine Kombination gemacht jetzt, ne, aus Microblading und Powder Brows. Das heißt, hinten ist das, also vorne ist das manuell. Ich erzähle euch das gleich nochmal in Ruhe. Aber das wird sozusagen, das, was hier noch so sehr hell ist, wird im zweiten Durchgang gemacht, in 4 Wochen. Die sieht schon wirklich super aus. Also, wenn man bedenkt, dass ich jetzt nie wieder meine Augenbrauen nachmalen muss, ist es ganz toll. Also, das muss ich wahrscheinlich jetzt machen, die nächsten 3-4 Wochen, aber danach bei der zweiten Sitzung zeige ich euch das mal. Ich bin das erste Mal hingegangen, ich fand es ganz toll. Und habe auch festgestellt, was aber auch normal ist im ersten Durchgang, das muss man ganz ehrlich sagen. Am Anfang siehst du aus wie der hier, genau, wie Angry Bird. Bin in den Spiegel geguckt und habe gedacht, okay, ich hoffe, das bleibt nicht so. Und am 4. oder 5. Tag fällt es langsam an, so krisselig zu werden. Und dann, wie gesagt, wann immer ich irgendwie ein Foto dazu habe, zu dem, was ich euch gerade erzähle, dann klicke ich euch das ein, fängt es an, so zu bröckeln und rauszufallen. Also was passiert ist ja, dass die Haut heilt, ja, weil ihr habt ja Verletzungen vorgenommen und das verkrustet und das ist ja ganz normal, dass es sich sozusagen, dass die Haut sich wieder erneuert. Ich bin dann nach 6 Wochen wieder hingegangen, wir haben die ganze Prozedur nochmal gemacht. So ihr Lieben, ungeschminkt und fern der Heimat, aber mir war es wichtig, dass ich euch einmal zeige, auch im ungeschminkten Zustand wie beim ersten Mal, wie diese Augenbrauen im Moment aussehen. Natürlich sehen die viel, viel besser aus, als also jetzt in diesem Zustand sogar, als sie ausgesehen haben, bevor wir angefangen haben. Da hatte ich ja wirklich nur so ganz dünne Striche. Aber tatsächlich ist am Anfang das sehr, sehr doll gewesen. Dann ist es wieder weniger geworden. Und dann ist es komischerweise, irgendwann mal guckt ihr in den Spiegel und dachte ich, huch, da sind sie wieder da. Das ist ja auch ein bisschen der Sinn der Sache. Jetzt müssen wir allerdings zum Touch-Up-Termin, und das ist auch nicht nur bei mir so, sondern tatsächlich ist das auch so vorgesehen, ne? Dass man nach 4 Wochen dann nochmal nachhilft. Ich hoffe, dass genau diese, wie ihr seht, übrigens, ne, geil, ne? Habt ihr mal meine Fingernägel gesehen? Vielleicht sollte ich die mal aus dem Bild raushalten. Aber gut, ihr seht das hier oben, ne? Gerade hier in diesem Übergang, da sieht das natürlich ganz fürchterlich aus. Hier ist ganz viel Haar und hier ist praktisch gar nichts mehr. Darum werden wir uns heute kümmern, genauso auf der anderen Seite, um sozusagen die Form, die wir uns anfangs mal überlegt haben, letztendlich wirklich in Stein zu meißeln. Ich bin sehr gespannt, wie ich aussehe. Wahrscheinlich wieder wie Angry Bird, wenn ich gleich wieder rauskomme. Ich zeige es euch und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich bei meinem zweiten oder dritten Termin, ich weiß es nicht mehr so genau, mal mein Handy mitlaufen lassen, damit ihr mal seht, wirklich was für eine Künstlerin sie ist. Also hier sieht man auch an ihren Geräten, die sie da oben hat, das ist nach der Fee Academy Prinzip, da hat sie sich ausbilden lassen. Aber du bist natürlich immer nur so gut wie der Artist, der das macht. Und sie ist da wirklich sehr, sehr, sehr genau. Es wird vorher ausgezeichnet, wie das Verhältnis deiner Augenbrauen eben zueinander sind, wie groß dein Gesicht ist. Und sie malt im Prinzip am Anfang. Macht das auch noch mit dem Faden, das habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil das macht sie dann im Stehen. Und wenn sie dann gezeichnet hat, dann macht sie diese feinen Härchen mit der Microblading-Ding und dann macht sie zum Schluss die Farbe. Und hier rechts sieht man ganz schön, wie es nachher aussieht. Vorne so ein bisschen weniger und hinten ein bisschen intensiver. Da war sie auch noch nicht beunruhigt, weil sehr viel wirklich bei mir rausgefallen war. Wir haben es zum zweiten Mal gemacht. Ich kam wieder nach 6 Wochen kam ich nochmal, weil es war gar nichts mehr da. Und in ganz, ganz, ganz wenigen Fällen, wirklich, also GDEM hat noch nie so einen Fall gehabt. Ich habe mal im Internet geforscht. Es kann vorkommen, dass deine Haut das eben nicht annimmt. Es kann verschiedene Gründe haben. Du kannst eine Infektion haben. Das hatte ich nicht so ausgeschlossen. Es kann ein Grund sein, dass der Behandler oder der Kosmetiker in dem Fall nicht tief genug geritzt hat. Das kann bei GDEM nicht sein. Ich möchte das mal so formulieren. GDEM ist so, das ist so ein bisschen wie Johnny Depp.
das ist ja ein Künstler und ein Virtuose. Wenn der etwas nicht spielen kann, weil er sagt, das Drehbuch ist scheiße, dann ist das einfach nicht spielbar. Und meine Augenbrauen waren das scheiß Drehbuch, sagen wir mal, ja. Das war nicht zu spielen. Ich bin auch hier tatsächlich, ich habe sonst keine ölige Haut, aber hier in diesem Bereich und oberhalb meiner Augenbrauen bin ich tatsächlich öliger als am Rest des Körpers, aber auch nicht so, dass du sagst, ja klar, das hilft alles nichts. Was ich aber habe, ist, ich habe eine perfekte Heilhaut. Wirklich, ich bin in meinem Leben schon so oft operiert worden und immer sagte mir dann irgendwie der Operateur, ja, so in einer Woche ist das langsam irgendwie wieder zugewachsen. Es war nach 2-3 Tagen bei mir, sah das schon so toll aus. Ich habe eigentlich nie Infektionen. Der Reparaturmechanismus meiner Haut funktioniert einfach top. Auch wenn ich mal so einen Pickel hier habe, wo wirklich was drin ist, stehe ich am nächsten Morgen auf, ist es weg. Ich kann mir nur vorstellen, dass meine Haut jedes Mal, wenn diese Mini-Verletzungen stattgefunden haben da oben, sich gesagt hat, oh, wir haben eine Verletzung, da schicken wir mal unsere Aufräumpolizei hin. Das hat sozusagen alles an Pigmente, was ich in der Haut hatte, rausgeschoben. Und ich habe da wirklich in der Pflege darauf geachtet. Man soll das ja trocken halten. Du sollst das mit diesem Wachs, was du dann bekommst, oder mit diesem Fett, ganz dünne Schicht machen. Ich habe mich wirklich von A bis Z daran gehalten und es hat leider nichts gebracht. Ich war 3-mal insgesamt bei GDEM und ich habe natürlich nur 1-mal bezahlt. Und weil sie eben auch so gefuchst und gewurmt hat. Und ganz kurz, ich möchte das auch der Vollständigkeit halber sagen, weil ich das ganz oft unten in den Kommentaren lese. Hier Jade's Beauty Academy, ich habe den vollen Preis bezahlt. Ich kenne GDEM nicht, wir kannten uns nicht vorher, jetzt kennen wir uns besser, weil ich ja 5-mal da war oder 6-mal sogar. Aber ich habe nichts Preiswertes bekommen, ich habe auch keinen Code für euch, ihr kriegt auch nichts Preiswertes, sie ist einfach nur die Beste. Es gibt Leute, die kommen aus Cuxhaven, aus dem Norden, scharenweise zu ihr, weil sie einfach wirklich ganz, ganz toll ist und auch so ganz desolate Fälle in Anspruch nimmt, wo andere was in Anspruch nimmt, annimmt, wo andere was versaut haben und sie muss das irgendwie wieder gerade biegen. Wollte ich nur mal einmal kurz dazwischen werfen, nicht, dass ihr denkt, ich werde hier irgendwie dafür bezahlt. Was sie dann gemacht hat, weil sie eben auch total gewurmt hat, dass sie mich angeguckt hat und gesagt hat, Mensch, Jasmina, dann können wir jetzt nichts anderes machen, als wir machen Permanent Make-up. Und das Permanent Make-up ist das Klassische, was es seit 100 Jahren erforscht. Das kann wirklich bei niemandem schief gehen, auch nicht bei mir. Aber es hat halt der Unterschied zum Microblading ist, das Microblading hält 1 bis 2 Jahre, je nachdem. Ich sage mal, bei Leuten, die viel Retinol, AHA-Säuren und so weiter, also alles, was sozusagen die Zellerneuerung ankurbelt, da wird es ein bisschen schneller gehen mit dem Microblading. Ansonsten, wenn ihr jemand seid, der sich selten schminkt und ansonsten nur Sonnenschutzcreme und nicht viel in die Sonne geht, dann kann das bis zu 2 Jahren halten. Aber es geht natürlich nicht so tief wie das Permanent Make-up und deshalb muss das wieder erneuert werden. Ich finde das aber trotz alledem immer noch wirklich, ich habe so tolle Ergebnisse gesehen und nochmal, GDEM macht eine ganz, ganz tolle Arbeit, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich würde das immer dem Permanent Make-up vorziehen. Meine Augenbraue, wie ihr sie jetzt seht, und ich werde gleich, wenn ich fertig bin, das Ganze nochmal so ein bisschen näher ranzoomen. Meine Augenbrauen, so wie ihr sie jetzt seht, das ist das Endergebnis. Das ist das, und ich habe nichts drin, ne? Also ich habe nicht nachgezeichnet oder gemalt. Das ist das Permanent Make-up. Ich finde, wenn man bedenkt, wo ich gestartet bin vor 6 Monaten und wo ich jetzt bin, ist es toll. Also gerade jetzt, wo ich mir auch die Wimpern immer so mache, ist es wirklich so, dass ich morgens aufstehe und denke, also die erste Mal habe ich gedacht, das vergesse nicht abzuschminken, obwohl mir das nicht passiert. Aber das gibt deinem Gesicht Struktur, das macht deine Augen wacher und gerade die Augenbrauen, finde ich, damit steht und fällt das ganze Projekt. Was wichtig ist beim Microblading, dass ihr euch wirklich an diese Pflege und Stufen-Care-Plan haltet, dass ihr nicht irritiert seid, wenn es am Anfang zu dunkel ist, das ist ganz normal, und auch nicht, wenn ihr am 5. Tag das Gefühl habt, da ist nichts mehr, das kommt danach wieder, das ist wirklich so diese verschiedenen Phasen, die sind ganz interessant, weil ich die jedes Mal hatte. Was kann ich euch noch dazu sagen? Genau, ich glaube, viele haben mich auch gefragt, ob das schmerzhaft war. Das Microblading, ich habe es mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Bei GDEM ist es so, sie macht die ersten
Striche sozusagen, und wenn die Haut schön geöffnet ist, dann gibt sie erst so eine Betäubungscreme drüber. Und dann den zweiten Durchgang, den merkst du schon gar nicht mehr. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, der erste Durchgang ist so eine 3. Ich habe mal irgendjemand gehört, der gesagt hat, ist eine 1. Das finde ich jetzt gelogen. Also eine 3 ist es dann schon, aber nachdem diese Betäubungscreme drauf ist, spürst du wirklich gar nichts mehr. Es hat gedauert, ich würde mal sagen, der ganze Durchgang. Und da darf man auch, also Gina misst wirklich aus. Ich kam am Anfang zu ihr und sagte, ja, ich möchte das so nach hinten raus, irgendwie so ein bisschen höher, weil das hebt irgendwie dann das Auge so optisch an. Hat sie mich angeguckt, nein, das machen wir nicht. Weil sie ein ganz spezielles Programm hat, was wirklich ausmisst, was für deine Symmetrie am besten einfach aussieht, für deine Gesichtsform, wie deine Augen zueinander stehen, gerade wie der Abstand hier auch von den Nasenflügeln ist bis nach oben. Und sie malt, deshalb sage ich euch, wie gesagt, ich habe euch das bestimmt jetzt schon als Foto gezeigt oder als Video, sie malt sich das wirklich aus. Du musst 50 Mal dann wieder aufstehen, dann guckt sich das an von der Seite, von vorne, und dann kommt sie mit ihrem Faden und mit dem Stift und so weiter. Also das ist wirklich ausgemessen, und ich habe mir so ein paar alte Videos von mir angeguckt und habe gedacht, ich hatte die Tendenz, das eine Auge immer wirklich viel, viel höher zu machen. Und das gibt so eine Asymmetrie, die eigentlich überhaupt nicht schön ist und die ich sowieso von Natur aus habe. Aber ich habe sie dann auch noch verstärkt, und sie hat das sozusagen wieder ausgeglichen. Das war wirklich, wirklich ganz toll. Wichtig finde ich auch noch, aber das habe ich eben schon gesagt, ihr müsst wirklich aufpassen. Das spannt, sag ich mal, die ersten 2 Tage. Das ist so ein bisschen wund, würde ich sagen, ohne dass es schmerzt, ne? Ist auch ein bisschen rot sozusagen um die Augenbraue herum. Nicht anfassen. Noch wichtiger wird es, wenn sich die Haut sozusagen an Tag 5, 6 und 7 erneuert und du diese Krusten hast, da auf gar keinen Fall. Nicht jucken oder so. Ich habe wirklich da nur versucht drauf zu drücken, ja, wenn der Juckreiz so schlimm war, aber nicht daran kratzen, weil dann zieht ihr wirklich die Pigmente aus der Haut wieder raus, und das wollt ihr nicht. Ich habe bei Gidem bezahlt 420 Euro. 420 Euro für diese Kombination aus Microblading und Powder Brows. Sie hatte eigentlich gedacht, ich komme nur 2 Mal und dann ist das Ding in der Kiste. Ich war letztendlich 5 oder 6 Mal da und ich habe wirklich keinen einzigen Pfennig dazu bezahlt, weil da ist sie wirklich, wie sagt man so schön, eine Ehrenfrau. Das war der Job, den sie machen wollte, und es ist, sie hätte ja auch sagen können, tut mir leid, ich habe gemacht hier, was ich machen konnte, deine Haut nimmt das nicht an, ist es nicht mein Problem. Hat sie aber nicht, sie wollte den Job zu Ende bringen, und das hat sie wirklich zu meiner absoluten Zufriedenheit getan. Vielen Dank, Gidem. Ich weiß, es ist nicht einfach, wenn du jemanden wie mich da hast, der einfach nicht mitmachen will. Ja, also das ist meine Augenbrauengeschichte. Würde ich es wieder machen, immer wieder, denn ich weiß gar nicht, wie ich so viele Jahre mit solchen wirklich desolaten Augenbrauen leben konnte. Wahrscheinlich, weil ich sie mir eigentlich jeden Morgen irgendwie so ein bisschen nachgezogen habe. Ich kann es euch nur empfehlen, auch gerade wenn wir Ladies über 40, dass ohne dass du dich dann viel schminken musst, siehst du zumindest so ein bisschen wacher aus, finde ich. Das hat auch mal so ein kleines bisschen so einen müden Eindruck, ne? Aber gut, das ist meine Erfahrung. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass wir jetzt Januar haben, dass ich durch bin mit meiner Depri-Phase. Ich hoffe, dass wir alle ein bisschen, also das ist auch das, was mir so ein bisschen zu schaffen gemacht hat, einfach diese Fiesheit so untereinander, ne? Also ich sag mal so, wir Deutschen neigen ja jetzt nicht dazu, irgendwie uns ständig in den Armen zu liegen wie die Südländer. Wir sind ja sowieso kein so wahnsinnig warmherziges Volk. Und wenn dann auch noch so eine Spaltung irgendwie in der Gesellschaft stattfindet, was, da kannst du mir erzählen, was du willst, einfach im Moment tatsächlich der Fall ist, weil du hast die Impfgegner und die Impfbefürworter. Und das sind solche Fronten, die voreinander stehen. Und ich bin so erschrocken, weil es auch innerhalb meiner Freunde welche gibt, wo ich gedacht habe, ich würde doch nicht wegen so einer Sache mich mit jemandem überwerfen. Aber doch, also ich hoffe jetzt nicht, dass es für die Ewigkeit ist, aber da ja, herrscht bei dem einen oder anderen auch Eiszeit. Und ich sehe mir so viele Sachen irgendwie, solche Konversationen irgendwie auf Instagram und Facebook und so an und denke mir, Leute, was ist los mit euch? Ihr wisst doch, ich stehe auf Güte, ne? Also ich mag mich gerne auch kontrovers unterhalten, ne? Ich kann mich wirklich auch diskutieren wie die Kesselflicker, aber am Ende nehme ich es nie persönlich. Und ich weil jemand eine andere Meinung hat, finde ich ihn nicht dumm oder naiv oder dann ist es halt so. Ja? Also und dieser Hass irgendwie, da hat mir es auch so ein bisschen zu schaffen gemacht. Ich hoffe, wenn die Tage jetzt wieder ein bisschen länger werden,
und es nicht so früh dunkel wird und mal die Sonne rauskommt, dass wir auch alle wieder ein bisschen netter und, wie gesagt, gütiger zueinander sind. So, das war das Wort zum Sonntag. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich lode ja mal gerne am Sonntag ab. Ja, habt ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao.